Hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es darum, richtig zu trainieren oder sich einzuspielen. Jetzt, bei beidem spielt die Ausrichtung eine Rolle, damit dein System richtig kalibriert ist gegenüber einem Ziel, das du anspielen willst. Deshalb trainieren wir oder wärmen wir uns für eine Runde optimal so auf mit einem Trainingsstab. Den legen wir vorne hin, vor uns hin. Und achten, dass der dann genau dorthin zeigt, wo ich hinspielen möchte. Heute ist noch etwas Spezielles. Ich bin auf einer Driving Range, die ist hier zwar eben, ich kann gut und gerade stehen, aber es geht nach etwa ca. 20 bis 30 Meter geradeaus und dann geht es nach oben. Und das ist eine gefährliche Driving Range, weil die animiert dazu, am Schluss im Impact nach hinten zu liegen, um den Ball hochzukriegen. Also wenn deine Driving Range auch so gebaut ist, dann achte darauf, dass wenn du ins Finish kommst, dass du am Schluss gerade stehst gegenüber der Erdanziehungskraft des Planeten Erde. Wenn du am Schluss so ein Finish hast, dann hast du aufgrund des Geländes reagiert. Und das wäre fatal, wenn du dich so aufwärmen würdest für die Runde oder beim Training, weil dann würdest du lernen, nach hinten zu liegen und den Ball abzufangen und wirst die normale Länge, die du haben kannst, plus die Treffergenauigkeit gegenüber dem Ball, das wird so viel schwieriger und du wirst etwas trainieren, das du wahrscheinlich gar nicht brauchen willst, weil deine Performance gar nicht raus kann. Also achte immer darauf, wenn der Driving Range hochgeht, dass du am Schluss in einem aufrechten, geraden Finish bist, ohne dass die Wirbelsäule nach hinten geht. Sieht wie folgt aus. Dann positionierst du einen Ball hier. Dann kannst du gleichzeitig auch kontrollieren, ob die Schlagfläche offen oder geschlossen ist. Wenn die in einem rechten Winkel ist zum Ziel, kannst dich dann anschließend dazu richtig positionieren, schaust nochmal, wo du hin willst und dann spielst du den Ball. Jetzt, wenn wir den Trainingsstab hier so hinlegen, dann geht es nicht darum, dass wir uns mit dem Stab auseinandersetzen, ist da wirklich alles richtig und so, sondern der liegt einfach fürs Unterbewusstsein da, weil das Unterbewusstsein schaut und orientiert sich mit und weiß nachher mit der Zeit, was, wenn du spielen gehst, es bedeutet, wenn du dich anschließend zu dieser Ballziellinie hinstellen willst, was in Raum und Zeit geometrisch ein 90-Grad-Winkel ist, um den Ball dann Richtung Ziel abgeben zu können. Also, den Stab beachte ich gar nicht groß, der liegt einfach da, er hilft mir beim Ausrichten des Schlägerkopfs, wenn ich unten bin, dass es quer ist. Schau nochmal nach vorne und gebe den Ball dann so ab. Gut, wünsche dir in Zukunft ein besseres Training, aufwärmen und einspielen für die Runde. Bedanke mich fürs Zuschauen, leite diesen Tipp bei einem Freund weiter, dem das helfen könnte. Und ja, viel Spaß beim Besserwerden. Bis zum nächsten Video. Tschüss.